Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir gegen Aizar gekämpft und ja, Roxas und Shion sind wieder zurückgekehrt. Und ja, das alte Organisationstrio ist wieder zusammen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssen wir nur noch 4 übrig haben, ne? Gegen wen haben wir gekämpft? Wir haben zuerst Malusha, Luxord und Laxen erledigt. Dann kamen Dunkelrico und Sigbar, welcher hoffentlich noch am Leben ist. Komm schon, Leute. Dann haben wir Vanitas und Terranord erledigt. In der letzten Folge haben wir Aizar erledigt. Da fehlt immer noch einer. Wir haben jetzt Meister Seanord noch. Xemnas, Anzim und Meister Seanord, Anzim, Xemnas. Zwar bin ich jetzt eigentlich ganz blöd oder was? So, wir gehen jetzt hier noch mal durch. So. Wir haben hier Meister Seanord, junger Seanord, Terra Seanord. Ich muss mal sehen, wie beide aussehen. Okay. Den haben wir nicht. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Warte mal, eine Person ist noch nicht. Was? Die haben noch 12. Wer ist denn die 13. Person dann? Also man kann irgendwie stimmen. Shion war die 13. ne? Ja. Shion. Okay, dann aber 1, 2. Ach ja, die habe ich nicht mitgezählt. Okay. Alles wieder gut. Dann haben wir nur noch die Seanords. Seanord vor. Ich glaube, mir fehlt immer noch eine Truhe. Da habe ich ja echt eine verpasst. Ich werde mich auf den Arm nehmen. Ich meine, habe jetzt wohl nicht so. So. Weil nicht wichtige Sachen drin sein, aber. Ich würde dann doch schon gerne die noch finden, bevor wir rausgehen. Und so passend abzuschließen halt, ne? Ja, wir können, glaube ich, nicht zurück. Langsam glaube ich, ich weiß, was diese Kampffelder sein sollen. Die sollen einfach nur dafür sein, dass man hier auflevelt, falls die Gegner irgendwie zu stark sind und man nicht weiterkommt, ne? Weil wir können nicht zurück zur Weltkarte oder so. Also ja, dafür sind die da. Gut, dann gehen wir mal hoch und gucken, wer da auf uns wartet. Wir wissen es ja, aber gut, kommt her, ihr Seanords. 4 von euch sind noch übrig. Was machen die denn jetzt, nachdem die erste Person schon gefallen ist, ne? Riku, ist ihr Plan doch schon gescheitert. About time. Sorry. So kämpft die ganze Zeit durchgehend übrigens. Das ist krass. Und ja, hier sind unsere Gegner für heute. Ach ja, Kairi wurde entführt. Verdammt. Is she in trouble? Yeah, Xemnas took her. Settle down, boy. It's Sora. The 13 darknesses and 7 lights have clashed 9 times, yielding these 9 keys. What? Keys? We are 4 short, but those 4 keys will be produced here and now. Yeah, sure. And what makes you think there'd ever be any way we'd help you with that? Ich glaube, ich habe eine Wahl haben. You forget I plan for every eventuality. Kairi! If you do summon Kingdom Hearts, we will defeat you. And we will close it again. Perhaps. That is, if you survive that long.
Oh Gott. Da ist meine Musik, ne? Ja, mit die Hauptböse mich da aus einigen Spielen. Komm, Anselm, du als Erster. Oh Gott. Meister Xehanort mischt sich auch ein. Gerade ein Foto von Meister Sea noch machen. Und dann passiert sowas. Oh Gott. Oh, da ist die Musik von Birth by Sleep. Wenn man gegen Noah kämpft. Ja, ne? Wird einer von denen irgendwann mal diese Rüstung tragen? Und er wartet da oben. Ich glaube nicht, dass ich Zeit habe, ein Foto zu machen. Wahnsinn, du gehst mir jetzt schon auf die Nüsse. Warum bist du so rot am Leuchten? Was zu bedeuten? Ich habe euch verwandeln für den. Da mich eigentlich dafür Zeit habe. Das Spiel ist aber ganz schön einfach dafür. Wir gegen so viele Leute auf einmal immer kämpfen, ne? Guck sich mal einer die Umgebung hier an. Oder ist Dings. Duncan Pentos. Epetos oder was weiß ich, wie er ausgesprochen wird. Die Musik von Dings, ja. Oh, der hat die Zeit angehalten. Ja, und er kann ja die Zeit wieder zurückdrehen. Das sagt mal lieber. Was Anselm? Geh mir aus dem Weg, Mann. Was sind irgendwie Remixes von allen möglichen Songs, habe ich so ein Gefühl. Ja, Xemnas. Ich höre Xemnas Thema. Boah, das ist so awesome, die Musik von Kingdom Hearts. Nicht die beste Musik aller Zeiten. Hey, wer fällt mich noch fest? Boah. Boah, bleibst du mal stehen, ey. Ich komme mir. Jetzt wie lange der Test, als ich dich mal getroffen habe, ey. Ja, oh Gott. Also richtig, weiß nicht, aufpassen, was ich hier mache, tue ich nicht. Ich tue einfach nur so. Weiß ich nicht. Wie ein Blöder hier ausweichen. Müsste ich. So, und deswegen will ich Anselm als Ersten erledigen. Er ist so weit entfernt und greift uns hier die ganze Zeit an, ne? Ich komme nicht dazu, den anzugreifen, weil er die ganze Zeit abhaut. Ah, der Wächter ist auch weg, merke ich gerade, ne? Ja, ne, wir hat Terra, Xehanort und Anselm eigentlich zur gleichen Zeit diesen Typen kontrolliert, ey. So, komm her. Da auch irgendwelche Cutscenes kommen, wenn ich einen von denen erledige. Anscheinend ja.
handsome. What a journey you and I have had. You know, it's strange. I think I'm gonna miss you. Your strength is vaster than darkness. I knew I never stood a chance. Part of me wanted to defy my fate. But when the others betrayed us, I found I did not care. And then, nothing else seemed to matter anymore. Handsome. What? It is time to move on, boy. There is more to seek. So go forth now and seek it. Zu Sebnes und junger Seher und einfach nur daneben stehen und sie da angucken. So, Sebnes als nächster. Oh Gott, das sind alle ihre, nennt man die noch mal, der Himmel immer schwarz vor den Kingdom Hearts 2. Revenge Value Desperation Attacks, glaube ich. Wenn die ihre Super Attacken hier loslassen immer. Da komm her, Semnas. Gegen dich macht immer Bock zu kämpfen. Der Sith Lord unter den Organisationsmitgliedern. Finde ich aber gut, dass Rico und Mickey und die ganzen anderen Schlüsselschwertkämpfer hier voll Schaden machen gegen die. Ich weiß noch nicht, was diese rote Aura immer soll. Greift, tut irgendwie Dings. Sehr Nord besitzt von denen ergreifen oder was passiert hier? Muss ja echt manchmal aufpassen. So, zweite Form Kingdom Hearts 2, ja, ne? Bei dir passt das. Oh, da gehen Pintos. Das ist von Dream Drop Distance Musik. Komm her. Oh, danke. Und du bist weg. Boom. Aua. Bested yet again. I know that you have a heart. What do you feel? Was it worth it? I feel the emptiness where my companions once stood. I took them for granted. And now I have nothing. My first surge of emotion in years. For as long as I can remember. Diese Stimme ist einfach awesome. Loneliness. Do you see? A heart is just pain. Pain is being human, Xemnas. Really? It must take incredible strength. Oh, nur noch du. Person, mit der alles angefangen hat. Mehr oder weniger. Er ist eigentlich schon gestört, ne? Ich meine. Oh Gott. Sehr noch tut all diese Leute hier
nur dafür benutzen, Höhlen für sich zu schaffen. Die müssen ja eigentlich zustimmen mit denen seinem Plan, aber letztendlich tun sie alle drauf gehen, also ja, schon irgendwie stört, ne? Ja, junger Seanord auch erledigt. Es bleibt nur noch alter Seanord. What's so funny? I told you. There's a high price to pay for all of this. And what price would that be? I'll go back to my time and live out my life. But Sora, you're done now. Your journey ends here. What? Goodbye, Sora. Your time in this world is... Oh, er war bis zum letzten Moment noch böse. Das mag ich. Weil er war durch und durch sehr erneut.